So, wie ihr schon hört, hier wird schon gebrutzelt, kurz vor dem Konzert. Ich habe es jetzt schon in die Küche geschafft von Tokyo Hotel. Jetzt geht's los. So, finally, wir haben es geschafft. Die Glamour hat es zu Bill in die Garderobe geschafft. Hi. Vielen Dank für deine Zeit, ich freue mich sehr. Gerne. Bill, wie lange brauchst du für ein Styling vor so einer Show? Ich meine, um so gut auszusehen, dauert das lange? Hat man viel Hilfe? Machst du es alleine? Also eigentlich ist es relativ entspannt. Also ich bin pflegeleichter, als man denkt. Also wir fangen meistens im Hotel morgens an. Okay. Und dann... Bill, erzähl uns, sag mal, wie ist es mit den Haaren? Hast du bestimmte Pflegerituale? Bei gefärbtem Haar kannst du unseren Mädels ein paar Tipps geben? Oder drückst du einfach? Klar. Läuft. Ja, also am besten immer Purple Conditioner. Ne? Ich habe immer für blonde Haare ist halt immer Purple Conditioner gut. Das musst du halt jeden Tag, ich benutze es jeden Tag einfach, dann sind sie immer schön grau. Was inspiriert dich so bei deinem Styling? Sei es Haare, sei es Piercings, sei es Klamotte. Was inspiriert dich? Hast du einen Favorite Designer? Ich muss sagen, mich inspirieren vor allem immer Reisen, also Städte, woanders hinzugehen. Ich finde so Leute, die ziehen sich auch in jedem Land anders an. Und Filme ganz viel. Mhm. Also bei mir ist immer so, wenn ich einen alten Film gucke, will ich mich auch meistens dann wieder so anziehen und entdecke dann immer so neue Sachen. Hast du ein Outfit, was du im Nachhinein bereut hast, mal angezogen zu haben? Gibt es irgendwelche totalen Fails, wo du sagst, oh Gott? Outfits gibt es tatsächlich ganz viele, die ich natürlich nie wieder so anziehen würde, aber ich finde, es ist immer in der Zeit authentisch gewesen. Also natürlich gibt es tausend Sachen, wo ich sage, um Gottes Willen. Aber es gehört dazu, finde ich. Veränderungen, ich liebe Veränderungen einfach. Ja. Jetzt will ich aber zum neuen Album kommen, Dream Machine. Hast du es selbst geschrieben? Was war die Inspiration? Was gibt es für Anekdoten? Also wir haben zum ersten Mal alles selber geschrieben bei dem Album. Alles selber produziert, gab überhaupt niemand anders und das war von vornherein klar. Also für mich ist das so unser Traumalbum. So ein bisschen echt das Album, was ich immer machen wollte. Das ist auf jeden Fall das Beste, was wir auch je gemacht haben. Ist für dich Heimat Hamburg, Magdeburg oder L.A. jetzt? Heimat ist tatsächlich L.A. Also, okay. Weil ich habe das Gefühl, da habe ich zum ersten Mal ein selbstständiges, erwachsenes Leben geführt auch. Ohne Fans und auch ja richtig mit groß geworden, ne? So mit 20 dann überhaupt erwachsenes Leben geführt. Und wieder back to the roots, sag mal L.A., also wenn das ja eine super lange Distanz irgendwie nach Deutschland, also siehst du auch deine Familie, deine Freunde? Doch, ich vermisse sie schon. Also das ist so Deutschland, darum Deutschland ist auch irgendwie zu Hause so ein bisschen, weil so Weihnachten bin ich immer da bei Oma, lecker essen und kochen und so. Also ich vermisse schon meine Familie und deutsches Essen auch extrem. Ja. Bill, hast du einen Personal Trainer während den Touren oder wie machst du das, wenn du quasi ständig so viel unterwegs bist, so schlank zu bleiben, so toll auszusehen, wie läuft das? Ich muss leider eingestehen, dass ich überhaupt keinen Sport mache. Also fast nie. Also wenn, dann gehe ich mal aufs Laufband, weil ich muss halt immer auf der Bühne natürlich wahnsinnig viel durchhalten. Also wenn, dann mal aufs Laufband, aber ich muss sagen, ich bin total sportfrei, ich mache fast gar keinen Sport. Die letzte Frage, Bill. Hast du einen Lieblingsdesigner? Also wahnsinnig viele. Ich finde vor allem mein All-Time-Favorite ist Hedi Slimane. Der wird immer für immer, glaube ich, mein absoluter Hero sein. Guter Geschmack. Ja, aber ich finde gerade Gucci zum Beispiel auch wahnsinnig toll. Also ja. Die machen gerade so die Beste. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hab's sehr genossen. Danke. Viel Spaß beim Konzert. Danke.